Hallo an alle Aquaterraner. Heute zeige ich euch einen selbstreinigenden, mobilen Zeolithfilter auf der Basis eines tschechischen Luftklebers und wie man den am besten selber baut. Dazu habe ich mir ein Einmachglas besorgt, den Bügelverschluss und auch den Deckel entferne ich hier. Danach habe ich ein Stück Filtermatte zurechtgeschnitten. Ganz wichtig, die Matte muss mindestens 3 cm breit sein. Die Matte wird dann am Boden des Glases platziert und der tschechische Luftkleber darauf gesetzt. Wenn ihr einen tschechischen Luftkleber selber bauen wollt, klickt auf die Infobox. Danach könnt ihr schon das Zeolith einfüllen. Hier 1 Kilogramm 5 bis 8 mm grobes Zeolith. Zum Verschließen des Glases habe ich hier eine etwas dickere 5 cm Matte rund geschnitten. Um ein Loch für den Luftkleber zu stanzen, benutze ich hier das Rohr einer alten Taschenlampe. Verdammt scharf das Teil, schneidet die Matte aber zuverlässig. Ich kann jetzt den Schlauch und den Luftkleber durch das Loch führen und anschließend in das Glas drücken. Selbstverständlich könnt ihr auch andere Medien einfüllen. Aktivkohle, Torf, Akadama oder Siropax können hier problemlos eingesetzt werden. Je nachdem, was ihr erreichen wollt. Hier also der mobile Zeolithfilter im Einsatz. Vorsichtig mit Wasser befüllen. Den Luftheber an eine Luftpumpe angeschlossen und los. Solange das Glas nicht komplett unter Wasser steht, pumpt der Luftheber nur das Wasser aus dem Glas. Ihr seht das gleich hier. Sobald das Glas unter Wasser steht, schnurrt auch der tschechische Luftheber wie ein Kätzchen. Was ist aber eigentlich genau Zeolith? Zeolith wurde 1756 entdeckt. Man findet es in erkalteten Lavafeldern und es ist eine natürlich vorkommende Gesteinsart. Zeolith kann man sich wie einen Schwamm vorstellen. Im Inneren des Zeoliths gibt es winzige Hohlräume, die miteinander verbunden sind. In dem Zeolith hier befindet sich also ein kilometerlanges Loch- oder Kanalsystem. Zeolith absorbiert toxisches Ammoniak und überschüssige Nährstoffe im Aquarium. Es beseitigt Mikroteilchen im Wasser und steigert so die allgemeine Hygiene im Aquarium. Eine weitere interessante Anwendung ist die Beseitigung von radioaktiven Schwermetallen aus Abwässern. Damit Zeolith aktiv bleibt und nicht wie ein Schwamm verstopft, muss es in regelmäßigen Abständen bewegt werden. Und wie man das am besten realisiert, zeige ich euch jetzt. In der ersten Variante habe ich 4 kleine Ausströmer in die untere Filtermatte eingearbeitet und mit einem Saugnapf versehen. Die Schläuche habe ich mit Y-Ventilen verbunden. Im Optimalfall sieht es dann so von unten aus. Danach, wie schon gehabt, das Zeolith einfüllen und den Filterdeckel drauf. Um das ganze Schlauchgewirr zu vermeiden, habe ich hier nochmal eine andere Variante getestet. Mit einem einzigen Sprudelstein, damit er auch ins Glas passt, musste ich den noch etwas anfeilen. Passt nur auch, wie man sieht. Jetzt wieder Zeolith rein und Filterdeckel drauf.
Besonderheit hier habe ich um den Luftheber einen Mattenfuß gebastelt. Wieder mindestens 3 cm breit, ausgeschnitten auch wieder mit dem scharfen Taschenlampenrohr. Ihr hört schon, wie gut das hier schneidet. Das Besondere ist jetzt, ihr könnt den Luftheber in Betrieb nehmen und zum Beispiel über eine Zeitschaltuhr einmal am Tag das Zeolit bewegen und so reinigen. Hier habe ich den, Moment, schweres Wort, mobilen, selbstreinigenden Zeolit tschechischen Luftheber mal an meinen Luftkompressor angeschlossen. Ihr seht gleich, wie das abgeht. Alle Steinchen werden von Luftblasen bewegt. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du hast was gelernt und dabei Spaß gehabt. Ganz wichtig, für weitere Videos abonniere den Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.